Hallo liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, hier ist die Inbal von inbalstarot.com. Herzlich willkommen. Lasst uns doch mal zum Spaß nachschauen, worauf es mit dem Thema Corona hinausläuft, okay? Also, es ist hier nur zum Spaß, okay? Just for fun. Weiterhin schön die Hände waschen. Soziale Kontakte möglichst meiden momentan. Wir lieben uns alle auch aus der Ferne. Und für Grillpartys ist es eh noch nicht warm genug. Bleiben wir zu Hause, machen es uns kuschelig und schauen uns zum Spaß mal Tarotlegungen zum Thema Corona an. Worauf läuft es mit Corona hinaus, bitte? Schwerter. Das ist die momentane Situation, da ist eine Gefahr um uns herum, aber wir wissen nicht, wo genau. Ist es der Kassierer? Ist es da? Kann ich die Ampel drücken? Kann ich da was tun? Was kann ich anfassen? Wie ist das jetzt? Der hat neben mir laut gelacht. Sind jetzt da Tropfen rübergekommen? I don't know. Gefangen. Wissen nicht weiter. Wissen nicht weiter. Und das Spezielle an Achter Schwerter ist ja die Informationen, die wir haben, umringen uns hier so, machen uns so unbeweglich. Eigentlich sind unsere Füße frei, eigentlich können wir uns frei bewegen, aber die Informationen, die wir uns um uns herum haben, die machen uns unbeweglich. Okay? Und wir drücken unsere Hände an unsere Körper und haben Angst, sind gestresst. Okay? Weiter. Da haben einige auch dem Stadtleben ihr Rücken zugekehrt. Hier hinten ist die Burg, die Stadt. Man hat den Rücken zugekehrt. Die Augen hat man verschlossen, zugebunden. Den Mund hält man verschlossen. Versucht hier möglichst nichts anzufassen. Was kommt dann bitte? Königin der Stäbe. Sechs der Münzen. Hier wartet man hungrig auf eine Information, auf eine Erlösung aus dieser Situation heraus. Okay, die wollen jetzt hier mir die Ist-Situation genauer zeigen, bitte sehr. Das ist die Ist-Situation. Liebe Karten, zeigt uns bitte, was danach geschehen wird. Also es kommt jetzt hier eine Phase, wo man regelrecht nach mehr Informationen hungern wird, okay? Nach einer Lösung. Holt uns hier raus, sagen alle, wir sind Stars. Holt uns hier raus. Was passiert danach bitte? Gerechtigkeit. Ast der Münzen. Ast der Schwerter. Ja, das ist die Impfung, das ist die Finanzierung und das hier, das Durchwinken dieses Mittels vor Gericht, vor dem Gesetz. Okay, das hier ist das Gesetz und hier wird jetzt die Finanzierung eines Impfstoffes gut geheißen. Und was wird dann passieren, bitte? Page der Stäbe. Vier der Schwerter. König der Stäbe.
Da werden sehr viele Menschen skeptisch reagieren auf diese Impfung. Kein Wunder, auch mit all diesen Verschwörungstheorien. Nach einer kurzen Bedenkzeit dann aber wird man sich hier entscheiden. Das sind diese zwei der Schwerter dann, die einen zur Entscheidung führen. Und die Menschen werden sich hier impfen lassen von diesem Mittel da. Okay, durch diesen Mittel da. Worauf läuft es dann schlussendlich hinaus? Was wird dann passieren nach dieser Impfung? Fünfter Kelche, sechster Schwerter. Man wird hier erstens mal, jetzt nachdem diese Impfungen gemacht wurden, werden hier Statistiken veröffentlicht, Statistiken zu den Verlusten, die gemacht wurden. Okay, hier wird man dann erfahren, was hier genau die Verluste waren. Hier werden dann auch die wirtschaftlichen Zahlen genannt. Und man fährt hier mit gebückter Haltung in Richtung ruhigere Gewässer. Okay, da geht man jetzt vorwärts. Man geht vorwärts, aber da gibt es dann etwas zu betrauern dann. Okay, ich glaube, hier geht es um Statistiken, die einen nahegehen werden. Okay, was erwartet dann diese Menschen hier danach, bitte? Page der Münzen. Fünfter Schwerter. Der Teufel. Man wird hier dann im Nachhinein auf eine andere Art und Weise konsumieren, okay? Was auch immer hier an Verlusten veröffentlicht wird, wird in den Köpfen bleiben, okay? Das wird nicht vergessen werden, was auch immer hier verloren gegangen ist, wird in den Köpfen bleiben und man wird hier immer wieder mit Blick zurück wird man jetzt seine Zeit, sein Geld, seine sonst irgendwas investieren. Okay. Und dann? König der Kelche. Man beruhigt sich wieder und lässt sich wieder gleiten vom Leben. Dieser König der Kelche vertraut seiner Umgebung und lässt sich einfach vom Wasser leiten. Hier wird anfänglich eine Vorsicht sein, weil man hier Traurigkeit verspürt ab dem, was verloren wurde, aber danach beruhigt man sich wieder. Das ist der gechillteste König von allen. Der ist ganz gechillt. Okay, wir bleiben jetzt im gleichen Video und legen gleich nochmals. Liebe Karten, wir möchten gerne eine zweite Legung zum Thema Corona. Gib mir bitte Karten zum Thema Corona. Was ist der Status quo? Vier der Kelche. Das wird jetzt natürlich, ja, ich mache jetzt eine zweite Legung, das wird verschiedene Aspekte, weitere Aspekte von diesem Thema jetzt beleuchten. Okay. Und wir werden dann sehen, dass es auf das Ähnliche hinausläuft. Okay. Vier der Kelche. Es kackt euch an, dass ihr hier zu Hause bleiben müsst. Ich höre sogar manche sagen, ich verpasse die große Liebe, weil ich hier nicht unters Volk gehen kann. Okay, wir hatten vorher acht der Schwerter, hier haben wir vier der Kelche, gell? Und das ist eben so das Verpassen von Dingen, weil man hier in diesen acht den Schwertern so gefangen ist. Page der Münzen wollte sich zeigen. Kraft.
aus der Kelche. Bravo, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Erstens, man versucht hier stark zu sein, während man hier sitzt zu Hause und wie heißt das? Fear of missing out? Fear of missing out? FOMO oder so heißt das? Hashtag? Irgendso, es gibt so einen Hashtag. Angst davor, etwas zu verpassen. Aber Leute, wir bleiben stark. Okay, wir warten jetzt hier ab und bleiben stark, was das Verpassen von Angelegenheiten angeht. Und schaut mal, es waschen alle schön die Hände. Wir bleiben stark und waschen die Hände. Status quo. Es kackt uns an, dass wir hier den Spaß dass wir hier keinen Spaß haben dürfen. Keine Partys, keine Konzerte. Aber wir bleiben hier tapfer und waschen uns die Hände. Sehr schön. Was wird dann passieren, bitte? Königin der Münzen. Der Herrscher. Neun der Schwerter. Gebt mir einen Moment bitte. Ach, übrigens, keine Angst, wenn hier irgendwas Negatives kommen würde, würde ich dieses Video gar nicht erst hochladen. Okay, wir machen hier wirklich nur zum Spaß und ich lade dieses Video nur hoch, wenn es positiv ist. Okay, ansonsten werde ich das nicht hochladen, mir es nicht anmerken lassen und einfach weiterhin wie diese Musiker auf der Titanic Musik spielen hier auf YouTube. Okay, keine Sorge, keine Sorge. Also, ich sehe hier, dass jedes Land ein bisschen auf sich selbst schaut und da ist jetzt ein Land, das findet, ich bin hier jetzt in charge sozusagen. Ja, warum denken wir jetzt alle hier direkt an Trump? Dieser Mensch verzweifelt hier daran, dass sie, beziehungsweise dieses Land verzweifelt daran, dass sie hier keine Lösung finden. Hier sind die anderen Länder, fokussiert auf ihr eigenes Land. Und hier ist ein Herrscher, jemand, der sich über diesen Ländern sieht und verzweifelt daran, dass das Land, es ist ein Er, es ist ein Er, keine Lösung findet hier. Welches Land ist das bitte? Hey, die jetzt ernst gucken, bitte, wir machen nur zum Spaß hier, okay? Soll lustig sein. Ich hätte lustige Hintergrundmusik anschalten müssen. Wer ist der Herrscher, bitte? Neun Länder von der Schweiz entfernt. Neun Länder von der Schweiz entfernt. Wo ist das? Das Video will ich nicht abbrechen. Neun Länder von der Schweiz entfernt. Oder irgendwas mit neun. 9000 Kilometer? 9000 Kilometer von der Schweiz entfernt? Neun Flugstunden. Geht es um Flugstunden hier? Sieben der Kelche in der Luft. Ast der Münzen. Sieben der Schwerter. Nein, die erzählen hier was ganz anderes. Die wollen mir nicht sagen. Wer ist der Herrscher, bitte? Ja, Leute, so ist das mit Legungen zu anderen Themen wie die Liebe. Hä? Dann erzählen die Karten ganz viele andere Dinge noch. Königin der Schwerter, Ritter der Kelche, Ritter der Münzen. Okay. König der Münzen. Gebt mir einen Moment. Das hier ist ein Land, das
9x von der Schweiz entfernt ist und dieses Land schleimt sich hintenrum bei einem Land ein, das viel Geld hat. Die brauchen hier Geld, um hier eine Lösung zu finden, und die schleimen sich bei einem anderen Land ein, das das Geld dazu hat. Wer ist dieser König der Münzen? Mäßigkeit. Das ist ein Land, das ein sehr diplomatisches Verhältnis zu anderen Ländern hat. Mäßigkeit. Ist das die Schweiz? Ein sehr diplomatisches Verhältnis zu anderen Ländern. Die brauchen hier Geld, um das hier umzusetzen. Warum der Teufel? Okay, das ist die Anfangsszene hier. Aha. Das ist das Land, okay, komisch. Okay, das wird jetzt komisch klingen. Das ist ein Land, das sich überhaupt nicht um die Vorschriften schert und so weitermacht wie bisher. Okay, das Volk an sich, das verhält sich wie bisher, denen ist das wurscht. Okay, und dieses Land hat das Geld dazu hier. Die haben ein sehr diplomatisches Verhältnis zu anderen Ländern. Was noch? Königin der Münzen. Es ist einer dieser Länder hier. Einer dieser Länder. Und dieses Herrscherland hier will sich nicht anmerken lassen, dass sie die Hilfe brauchen. Und dieses eine Land wird diese Spritze finanzieren. Und was ist mit dem Testing? Der dauert doch ein Jahr lang. Was ist damit? 10 der Münzen. Page der Schwerter. Der Magier. Da findet jemand einen Weg, diese Spritze dem Volk so schnell wie möglich zugänglich zu machen. Und dieses Herrscherland hier, also ich sage nicht, dass die herrschen, aber die halten sich für den Herrscher, dieses Herrscherland hier hat ein Auge drauf. Die wissen jetzt schon, dass da jemand dran arbeitet, das Ganze zu beschleunigen. Da gibt es irgendeinen Magier irgendwo in einem Labor und der weiß, wie man das schneller der Gesellschaft bringen kann. Okay? Finanziert wird es durch ein Land, das diplomatische Beziehungen zu anderen Ländern hat. Im Land drin aber ist der Teufel sozusagen. Die Menschen scheren sich nicht drum, dass hier ein Virus ist und man nicht allzu sehr mingeln soll. Okay? Ich packe die hier nochmals ein. Ja, so ist das mit. Hier war nichts Wichtiges. Gar nichts Wichtiges, nur so Details. Nein, wirklich, wirklich. Die wissen nicht so recht, was passieren wird. Und solange das Geld ist, wollen sie nicht wissen, was genau passieren wird. So was war da. Ja, Leute, so ist das, wenn man zu solchen Themen Karten legt. Gell, dann kann ich hier nicht so pfiffig Message rüberbringen. Was wird dann danach geschehen, bitte? Zwei der Schwerter. Weißt du noch, diese vier der Schwerter von vorhin? Fünf der Stäbe. Fünf der Münzen.
Wieso geht es hier immer noch um die Impfung? Die werden hier ein Hin und Her haben, dieses Land hier, das versucht hier Geld zu bekommen von diesem Land hier. Und die werden nichts bekommen von diesem Land. Was wird dann stattdessen passieren? Was ist damit? König der Schwerter. Dieses Land hier bleibt knallhart. Und will den Bittsteller hier austricksen. Ja, diesem Land hier wird jetzt hier bewusst, ich habe die ganze Macht in der Hand. Ich habe die Macht in der Hand. Und ich werde hier dafür sorgen, dass wir Corona endlich zurücklassen können. Keine Angst, keine Angst. Ihr wisst, was Tod bedeutet. Tod bedeutet, das Schlechte zurücklassen, mit dem Guten in Richtung Sonne fortfahren, okay? Dieses Land sagt jetzt plötzlich, ich weiß, wie wir aus dieser dunklen Zeit in die helle Zeit gehen können. Dunkel, hell. Ich weiß, wie wir das machen können. Und ich werde hier das Mittel nicht finanzieren. Acht der Schwerter, Page der Stäbe, Neun der Münzen, Acht der Münzen. Okay, jetzt wird's langweilig, jetzt wird's langweilig. Sollen nur noch die politisch Interessierten bleiben. so. Die behalten das jetzt für sich, okay, das Geld behalten sie für sich. Somit weiß jetzt dieses Herrscherland hier nicht, was tun, okay. Und die studieren jetzt hier weiter, wie man das lösen könnte. Und hier sehe ich jetzt dieses Land, das das Geld hat, das Geld weiterhin horten, okay, tut mir leid, falls das dann alles eintritt, tut es mir leid für das Land, falls es die Schweiz ist, es tut mir wirklich leid, ich mache hier Tarot. Während hier diese finanzstarke Komponente hier das Geld zurückhält, wird dieser Bittsteller daran arbeiten, selbst zu diesem Geld zu kommen. Acht der Münzen, neun der Münzen. Okay, seht ihr Politik, Politik. Derweil wird das Virus verbreitet. Okay, die wollen hier einfach das Geld hier nicht geben. Neun der Münzen steht gleichzeitig auch ein bisschen für Ego. Okay, so dieses, wenn, dann will ich strahlen, sagt dieses Land hier. Es kann auch eine Einheit oder sonst irgendwas sein, gell? Und was wird dann passieren hier? Ast der Stäbe. Und die kommen hier dann tatsächlich selbst drauf. Die haben hier in dieser Verzweiflung, haben sie hier dran gearbeitet, 8, 9, 9 hier, haben hier Zeit investiert, Geld investiert, um selbst drauf zu kommen. Und hier ist sie nun, die Neuheit. Die Neuheit, die Lösung, die Lösung, was passiert danach? Sechster Kelche. Die Lage beruhigt sich und das Ding wird finanziert und Feierlaune. Was ich hier gleichzeitig auch sehe, ist, jetzt wenn ich es mit den Detailkarten hier verbinde, glaube ich, dass dieses Herrscherland hier das Rezept nicht rausrücken wollte. Von dieser Impfung. Das Land, von dem sie Geld haben wollten, will das Rezept haben. Und die wollen erst sehen, dass da wirklich was ist und dass dieser Magier, den wir gesehen haben, wirklich was gefunden hat. Okay? Und dann machen sie sich hier an die Arbeit, die Bittsteller, die diese Lösung fast haben. Wir haben vorhin gesehen, der Magier ist dran und Papa Staat beobachtet. Und dann haben sie es und dann zeigen sie es. Es wird Frieden geschlossen, der Impfstoff wird finanziert und wir dürfen feiern.
diese zwei Länder haben auch diplomatische Beziehungen zueinander. Ziemlich diplomatische Beziehungen. Lassen wir das Video laufen und weiter nochmals ziehen. Wollen wir nochmal? Machen wir nochmal. Ich fand das ein bisschen komisch da, dass hier der Finanzierer darauf bestanden hat, hier das Geld rauszurücken. Egal, not my problem. Okay. Liebe Karten, gebt uns bitte noch eine Legung zum Thema Corona. Falls es immer noch welche gibt, die ernst reingucken, lächelt, wir machen das nur zum Spaß. Und wenn da, ich wiederhole nochmal, wenn jetzt hier irgendwo was Schlechtes vorausgesagt werden würde, würde ich es nicht hochladen. Okay? Und nein, ich habe da keine andere Legung vorhin gemacht. Ich habe jetzt direkt gelegt. Okay, da war jetzt keine Bad News vorher. Das mache ich bei Liebeslegungen, mache ich das so, aber nicht jetzt hier. Also. Gib uns bitte Karten in Bezug auf das Thema Corona. Page der Schwerter. Die Hohepriesterin. Hoppala. Ritter der Münzen. Da ist sie, die Situation, wo man darauf wartet, dass da die Lösung kommt. Man behält es für sich. Und die Finanzierung ist auch auf Stopp. Man behält es für sich, dass hier dass an einer Impfung gearbeitet wird. Das wissen wir ja schon, natürlich. Hier geht es darum, dass hier jemand an der Beschleunigung arbeitet. Okay, und den hat man im Auge, behält es für sich. Die Finanzierung ist hier auf Stopp. Dieser Ritter der Münzen, der hat immer einen Vorbehalt. Der will Geld investieren, Zeit investieren, aber hält kurz zurück. Das Thema ist aktuell. Okay, das hier, das ist aktuell. Was wird dann passieren? Es deckt sich jetzt verschoben mit der vorherigen Legung. Was wird dann passieren, bitte? Ritter der Kelche. Die Herrscherin. Zwei der Kelche. Aha, Leute, hier wird, also wer auch immer da an der Lösung dran ist, möchte es benutzen, um mit dem Herrscher, den wir vorhin gesehen haben, die Beziehungen zu verstärken. Es ist nicht, durch das Ermöglichen dieser Impfung, will man hier die Beziehungen zu diesem Herrscherstaat, Herrscherinstaat verstärken. Okay? Was wird dann passieren? Drei der Stäbe, man hat die Lösung. Mäßigkeit. Zwei der Schwerter. Man hat jetzt hier die Lösung, man hat es jetzt gefunden. Was auch immer hier geimpft werden kann. Und nun werden hier bilaterale Gespräche geführt. Worüber? Was für eine Entscheidung ist das hier? König der Kelche? Nee, das glaube ich nicht. Ritter der Schwerter. Eieiei.
Hier finden nun bilaterale Gespräche noch statt. Warum? Weil der eine Staat, die eine Partei sicherstellen will, dass sie hier als Gewinner rauskommen, dass diese Sache ihnen dazu nützt, diese Verbindung hier zu stärken, okay? Und dadurch rastet der andere aus. Herrscherseite, Herrscherinseite rastet aus und sagt, wieso hältst du mich hin? Ja, wir brauchen das jetzt so schnell wie möglich. Warum benutzt du das, um zu Vorteilen zu gelangen? 10 der Schwerter, die Entscheidung wird gefällt. Keine Angst, keine Angst. Wir waren alle bei 8 der Schwerter, wussten nicht weiter. Und hier wird nun die Entscheidung gefällt. 10 der Schwerter. Königin der Schwerter, man weiß jetzt weiter. Das ist hier der Gesundheitsminister, die Gesundheitsministerin. Ich sehe hier vor allem Gesundheitsministerin, die jetzt die Impfung aller anordnet. Okay? Und sie wird strategisch die Impfung anordnen. Sie wird nicht einfach sagen, es sollen alle geimpft werden, sondern strategisch. Die, die geimpft werden sollten. Was wird dann passieren? Hoppala, hat sich was gekehrt. Der Gehängte. Vier der Münzen. Drei der Münzen. Die Sonne. Anfangs werden die Menschen zurückhaltend sein, die werden nicht so recht wissen, wollen wir das oder nicht, werden sie schützen wollen, der hier hält eine Münze vor seinem Herz, damit er nicht gestochen werden kann. Dann aber, sobald sich alle kooperativ zeigen, einen Schritt zurück von 4 auf 3, geht die Sonne auf. Es wird alles gut. Na, gelangweilt? Ja, so ist das, wenn man für solche Themen schaut. Wollen wir noch eins schauen? Wollen wir das tun? Machen wir. Gib uns bitte noch eine Legung zum Thema Corona. Weniger politisch bitte. Weniger politisch. Sag uns das, was die Zuschauer interessieren könnte, was sie wirklich direkt betreffen könnte. Okay? Das war jetzt vor allem für Politik Interessierte sehr interessant. Ich war da mir aber nicht ganz sicher, wer jetzt genau das Mittel hat und wer finanziert. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, da sind die Energien ein bisschen durcheinander geraten. Auf jeden Fall gibt es da ein Hin und Her und man zögert die Sache ein bisschen heraus, damit ein Land eben Vorteile sichern kann bei einem anderen Land. Bei diesem Herrscherland. Ich habe neben der Schweiz noch eine andere Vermutung, aber ich liebe dieses Land zu sehr, als dass ich hier jetzt etwas sage. Gib uns bitte eine Karte zum Thema Corona. Was sollten die Zuschauer wissen, bitte? 2 der Kelche. Nein, ihr werdet nicht eure große Liebe antreffen. Ich habe jetzt meine Zuschauer so sehr auf die Liebe trainiert. Nein, nein. Eine weitere Karte, bitte. Wir müssen kooperieren miteinander, okay? Die Menschen müssen miteinander anstatt gegeneinander vorgehen. An all die, die Hamsterkäufe getätigt haben. Alles klar bei euch? Alles klar bei euch? Eine weitere Karte, bitte. Wir müssen jetzt miteinander statt gegeneinander arbeiten. Danach 5 der Kelche. Die Karten sagen hier, danach, das ist die nächste Karte nach der Weltkarte. 21 ist die letzte Karte im großen Arkana, hier ist die erste Karte des Tarot.
Die Karten sagen, so oder so wird es enden, das Ganze. Die Sache ist nur die, wenn wir hier uns nicht kooperativ verhalten, wenn wir uns hier nicht kooperativ verhalten, dann werden wir, nachdem das Ganze abgeschlossen ist, umso mehr Verluste haben, über die wir trauern werden. Das hatten wir vorhin auch schon gesehen. Es gibt hier dann nachher, nachdem das Ganze vorbei ist, gibt es dann Statistiken dazu, was alles verloren wurde. Und damit meine ich jetzt nicht Anzahl Kriegstote oder so, Virustote. Nein, es geht nicht nur um das. So wirtschaftlich, wie viel Unterricht die Kinder verpasst haben, Herzensangelegenheiten, Dinge, die uns dann im Herzen berühren, okay, als Mensch. Und je weniger kooperativ wir jetzt sind, desto größer werden die Verluste, okay? Was noch? Sechster Stäbe, direkt unter Kooperation. Die Siegeskarte. Was dann? Der Gehängte. Sieben der Münzen. Kooperation wird uns hier zum Sieg führen, wird uns hier zum Erfolg führen. Damit wir das Ganze zurücklassen können, ist jetzt wichtig, dass wir alle Kompromisse eingehen können. Okay? Falls wir das nicht tun, werden wir dann mit sehr viel Selbstschuld enden. Hier fand keine Kooperation statt, drei Kelche. Und dadurch ist man hier bei sieben der Münzen. Und man denkt sich, hätte ich doch kooperativ gehandelt. Was heißt hier kooperativ? Das heißt, dass man hier nicht rassistisch miteinander umgeht. Ich habe die Berichte gelesen im Internet. Das ist ja behindert. Dass man hier auch an andere denkt, wenn es hier darum geht, einzukaufen. Nicht jeden beschimpfen, der mal kurz niesen muss, Kopfdeckel. Solche Dinge, hä? Neun der Münzen. Zehn der Münzen. König der Schwerter. Bleibt kooperativ und für euch momentan. Weg von der Gesellschaft momentan, das ist hier der Kompromiss, den wir eingehen müssen. Ein bisschen weniger soziale Kontakte hier, mehr für sich alleine sein, okay? Und die Karten sagen, denk langfristig, sei klug. Denk langfristig, schaut euch die Geschichtsbücher an, was da für Krankheiten bisher waren in der Geschichte. Die waren um einiges schlimmer und das hier, was auch immer das ist, das wird vorbei sein. Die Karten sagen, denk an den Moment, wo das Ganze vorbei sein wird, wie du dann dastehst. Okay, dieser König der Schwerter, der kann über sehr lange Zeit hinweg nachdenken. Der ist schon bei der nächsten Pandemie, bei der nächsten Krankheit, beim nächsten Virus, der kommen wird. Der ist gleichzeitig auch noch am Überlegen, gibt es denn noch ein Land, das mich gleichzeitig angreifen möchte während diesem Stillstand? So ist er. Und so sollt ihr auch sein. Langfristig denken und mit einem sehr breiten Horizont. Okay? Ich lasse das Video direkt laufen. Bin gespannt, wie viele es anschauen werden. Liebe Tarotkarten, jetzt mal weniger politisch. Weniger politisch, bisschen user-friendly.
bisschen user-friendly. Zuschauerfreundlich bitte. Hoppala. Ihr seht, ich habe jetzt dreimal die Karten gelegt. Okay. Dreimal Zufall, hä? Dass alles gut wird. Habe ich dreimal oder viermal? Gib mir bitte Karten, zuschauerfreundliche Karten. Die Karten, die die Allgemeinheit interessieren und weniger politisch, bitte. In Bezug auf Corona. Was ist der Stand momentan? Zweiter Stäbe, man weiß nicht so recht. Ja. Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Und vor allem hält dieser Mann hier eine Weltkugel in der Hand. Gell? Man beobachtet, wie es sich ausbreitet. Und man ist sich nicht sicher, wo es sonst noch landen wird. Die Herrscherin. Siebener Stäbe. Okay, jetzt ist mir direkt der Spruch oder auch noch ein chinesischer Spruch. In China haben sie es zum Glück in den Griff bekommen. Eieiei. Wenn jeder vor seiner eigenen Türe kehren würde, wäre die ganze Straße sauber. Und die Karten sagen hier, konzentriert euch jetzt nicht allzu sehr, was in anderen Ländern geschieht. Schaut, dass ihr in eurem, da wo ihr die Macht habt, alles sauber zu behalten, alles nach Regeln laufen zu lassen. Schaut, dass ihr da die Kontrolle darüber habt. Hände waschen, keine Kontakte. Die Herrscherin und der Herrscher, das sind einsame Menschen. Okay? Schaut, dass ihr einfach momentan ein bisschen alleine seid. Sorry, ich korrigiere, die sind nicht einsame Menschen, das sind Menschen, die alleine sind, nicht einsam. Okay? Momentan muss man einfach alles abblocken und schauen, dass vor der eigenen Türe momentan sauber ist. Der Stern. König der Kelche. Siebener Schwerter. Leute, 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 Leute. Das hier ist die Wunscherfüllung, okay, die geschehen wird. Und das ist hier die Beruhigung der Lage. Zeigt das, was in der ersten Legung, glaube ich, gezeigt wurde, in einer gröberen Dimension. Leute, nachdem sich die Lage beruhigt hat, wird man hier einen Betrüger feststellen. Jemanden, der hier profitiert hat von irgendwas, irgendwie. Ja, liebe Leute. Ja, 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 ja. Und es ist keins der deutschsprachigen Länder. Also ich mache für deutschsprachige Länder mache ich Videos und für euch sagen sie, schaut, dass ihr bei euch alles unter Kontrolle habt. Und das hier ist jemand anderes draußen. Es ist nichts weiter Schlimmes, aber es wird sich halt herausstellen. Und dann? Ach, der Stäbe, hoppala, drei der Kelche. Der Hierophant. Schaut mal. Nichts Schlimmes, siebener Schwerter, es kommt raus und dann aber geht ihr alle direkt in Feierlaune, acht der Stäbe und drei der Kelche. Direkt in Richtung Feierlaune und es ist alles wieder koscher. Hier die Absegnung, alles gut, grünes Licht, man kann weiter. Ist die fünfte Karte, die nächste Karte ist dann die sechste Karte, die Liebenden. Und dann kommt die siebte Karte, der Wagen, okay. Dann dürft ihr wieder knutschen gehen und reisen gehen und tun und machen. Es wird hier grünes Licht gegeben, okay.
schön weiterhin die Hände waschen. Dieses Video ist nur zum Spaß. Okay? Und ich wollte jetzt ganz bewusst ein paar Mal legen, zum ein bisschen Musikant auf Titanic spielen. Bisschen beruhigend. Viermal haben wir zufällig einen guten Ausgang hier. Okay? Wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Bye bye.